Jo Leute, ich wünsche euch ein herzliches Willkommen hier aus Aserbaidschan, Baku, zu unserer Mega-Season 2022 und eine mega tolle Strecke. Ich fahre die eigentlich wirklich jedes Jahr. Hier ist es so actionreich, da geht es an teilweise 3-4 Rennen. Nicht so zur Sache wie hier, deswegen einfach immer wieder cool hier zu sein. Und ja, wir konnten auch in den letzten Rennen mega Folge feiern und auch in 3 Wochen wird schon Formel 1 22 rauskommen. Der Hype ist auf jeden Fall. Und los geht's. Wir werden natürlich wie immer leider nicht die Streckenprogramme durchführen können. Ich hoffe, dass man da in Formel 1 22 eine andere Lösung gefunden hat. Wir müssen immer in Grand Prix und ich fahre dann immer nur im Grand Prix und deswegen habe ich mich auch da links die Rennstrategie zusammen gedeichselt. Die erste Runde ist okay gelaufen. Es war jetzt nicht so besonders, aber jetzt bin ich dann reingestartet in die Rennstrategie. Ich habe dann auch probiert, immer wieder so zu fahren, wie wenn ich im Rennen fahren würde. Auch ohne DRS und so weiter. Natürlich passend zur Rennstrategie, nur ich habe dann auch gemerkt, das funktioniert nicht komplett und habe dann auch oben ein bisschen was verloren, weil ich natürlich davon aus, ja, natürlich, ihr wisst ja, man muss ja, ich fahre nur eine schnelle Runde nach der anderen und da oben im Delta, ja, das bringt eigentlich gar nichts, weil ich ja das Delta nur fahre, so schnell ich meine Leistung fahre. Aber jetzt mal zurück hier, das ist eine sehr tricky Stelle, ich muss wirklich ein paar Jahre Formel 1 Erfahrung hier sammeln, um dann drauf zu kommen, wie man die richtig fährt. Und der Schlüssel ist, man fährt ganz rechts an mit dem rechten Reifen über die weiße Linie, das darf man ja jetzt laut Reglement, und zieht dann ganz rein und mit dem linken Reifen fährt man wirklich den ganzen Körper entlang, circa bis 3/4 der Kurve und lenkt dann komplett nach rechts ein, berührt im besten Fall auch innen nichts und beim Rausbeschleunigen lässt man sich ganz links raustragen auf den Körb und das ist eigentlich so halbwegs die perfekte Kurve. Hier in dieser Kurve hatten wir schon die ein oder anderen Berührungen, weil man, weil die Streckenbegrenzung ein bisschen näher, also diese Tech Pro Daria Zeug, wurde ein bisschen näher an die Ideallinie, also an die weiße Linie gestellt. Weiß nicht genau, ob das Sicherheitsgründe hat oder einfach nur, weil sie sehen wollen, wie die Fahrer an die Mauer klatschen. Ich kann es mir nicht anders erklären, weil das war letztes Jahr nicht so und dass man das dieses Jahr gemacht hat, finde ich jetzt eher so semi. Aber ja, unsere erste Runde ist hier vorbei und die war ordentlich auf jeden Fall. 3/10 waren wir schneller und ja, jetzt habe ich das DRS wieder aufgedreht, habe dann auch gedacht, so, pff, das wird nichts, also das wird bei Gott nichts werden, wenn ich hier das abdrehe. Wir starten ein bisschen mit dem Recap vom gestrigen ersten freien Training und zweiten freien Training. Da geht es ein bisschen an die Mauer. Ich habe dann gleich das Ganze, jetzt fangen wir an. Ganz am Anfang natürlich Mick, der echt unter Druck steht von seinem Team, musste, glaube ich, nach 10 Minuten schon sein Auto wieder abstellen, roch und dann hat mir auch gesagt, stop the car und natürlich fehlen da wertvolle Runden vom ersten freien Training, konnte dann das komplette erste freie Training nicht fahren, auch ein paar Minuten später musste Latifi seinen Wagen abstellen, auch technischer Defekt wieder, das ist echt natürlich echt blöd, wenn das passiert und auch hier natürlich die wunderschöne Altstadt, es gibt hier immer wieder schöne Bilder, das ist glaube ich der Jungfrauenturm links und ja, also die Bilder sind ja echt unbeschreiblich. Kurve 16, man sieht es hier, das ist diese Tech Pro Daria, egal, also diese Streckenbegrenzung, die man echt verdammt nah dem Ohr gestellt hat, auch hier, zack, das ist Stroll, der hat das gleich 2-3 Mal berührt und man sieht auch, wie viel die da jetzt angehäuft haben. Ist natürlich, man kommt da mit einem richtigen Rodern dran, mit einer richtig fetten Geschwindigkeit und dann ist es natürlich, möchte man Safety First machen. Perez mit frischem Wind durch seine Vertragsverlängerung, auch Leclerc wieder vorne dabei, Verstappen natürlich und auch Sainz, dann Fernando Alonso, etwas unerwartet, auch Hamilton da weiter vorne, ist natürlich das erste freie Training, war jetzt nicht viel sagen. Das zweite Training wiederum, ja, stand im Zeichen eher von ihm hier, von Charles Leclerc, der hat da richtig aufgedreht, konnte ordentlich, gut, Plätze gut machen, da haben wir auch dann den Start des Qualifyings, des Trainings und des zweiten Trainings, Particip 2 und auch Fernando Alonso war ordentlich unterwegs, ja, Carlos Sainz musste ein bisschen mit seiner Plastiktüte, Plastiksackerl, Plastikstück herumkämpfen, aber hat es auch überwunden und ja, ist natürlich blöd, wenn das auf die Strecke fällt, das ist echt, die Leute müssen da besser aufpassen. Dann auch hier die enge Stelle. Wir wissen natürlich in seinem ersten Jahr bei Ferrari, I am stupid. Und ich hoffe natürlich, dass es dieses Wochenende nicht stupid ist. Auch hier, ich glaube, eine Kurve später, das ist Kurve 16, hat es dann auch Alexander Albon erwischt. Hat dann mit dem rechten Vorderreifen die Mauer touchiert. Also das ist ja auch keine Mauer, das ist so Styroporzeug. Es ist halt ein Tech
Proterra. Und ja, Leclerc dann vorne mit 2 Zehntel vor, 2,5 vor Perez, auch wieder besser wie Verstappen, ich glaube, der musste noch reinkommen. Aber auch Fernando Alonso weit vorne, das Auto hat ordentlich was drauf, Russell, der beste Mercedes auf 7, Gasly auch in den Top 10, ist mir auch aufgefallen, dass gerade die AlphaTauri richtig gut unterwegs sind. Esteban Ocon auch in den Top 10, Lando wieder in den Top 10, Hamilton abgeschlagen auf 12, ist aber auch nur mit gefahren und nicht mit Rot. Und hier sind wir nun in unserer letzten Runde, also die letzten Kurven in der Streckenakklimatisierung, glaube ich, nennt man die. Nein, Rennstrategie, ich Trottel. Ja, hier musste ich ein bisschen beim Exit, ja, ein bisschen flunkern. Und letzter Sektor geht rein, lila, 8 Zehntel. Aber ist natürlich jetzt nicht vielsagend, weil man hier natürlich deutlich schneller fahren kann. Jeder fährt im zweiten Rennen drin natürlich auch seine Programme hier ab. Und so auch wir, wie ich fahre sie halt ein bisschen, ja, so sporadischer ab, würde ich mal sagen. Was ist mein Tipp für das Rennen? Für das Qualifying heute. Es wird auf jeden Fall ein sehr spannendes Qualifying und es ist vielleicht auch ein sehr wichtiges Qualifying, muss man sagen. Weil jetzt beginnt unsere Hotlap hier. Ich rede dann weiter. Jetzt gucken wir uns mal die Hotlap an. Der Axel war vielleicht ein bisschen zu viel über den Körper genommen, den muss man jetzt nicht so mitnehmen. Der erste Sektor besteht eigentlich größtenteils aus rechte Winkelkurven. Diese 90 Grad Kurven sind jetzt nicht gerade spannend, aber ja, ist halt leider so diesen neuen, man fährt hier quasi um den Block herum immer wieder und das erinnert mich eher so an New York und ich hoffe auch, wenn New York in den Kalender kommt, dass man nicht so wie in Aserbaidschan immer wieder um den Block herum fährt, weil das ist echt langweilig. Latifi hat hier richtig gut Platz gemacht und jetzt kommt hier diese Stelle, von der ich geredet habe. Ja, ich habe hier den Shuttle nicht komplett erwischt, die Kurve war eigentlich eine totale Katastrophe, konnte hier trotzdem ein bisschen Zeit gut machen, natürlich im Vergleich zu den alten Gelben sind die Roten dann doch ein bisschen besser. Auch beim Rostbeschleuniger hier das Heck sehr, sehr leicht. Ich habe ein anderes Setup gewählt und das hat sich dann leider nicht ganz bezahlt gemacht. Ich rutsche hier herum und ja, man sieht es auch. Es war jetzt nicht die optimale Runde, dennoch bin ich um einige schneller. Ricardo macht mir ein bisschen Angst, der ist mit den weißen Reifen einfach drittschnellster. Also da musst du auch mal hinkommen. Ich habe ein bisschen Schiss von dem Jungen. Und oh mein Gott, da haben wir jetzt 2 Zehntel liegen lassen. Mindestens 3 Zehntel, 4 Zehntel schon liegen lassen. Ja, das ist jetzt ziemlich gelaufen. Und jetzt raus hier. Vielleicht bekommen wir so einen leichten Windschatten von dem Fahrzeug vor uns. Aber das wird minimal. Minimal ist das, wenn überhaupt. Doch, das könnte gut werden. Ja, der zieht uns auch. Guckt oben rechts. Die Zeit geht wieder rauf. 9 Zehntel sind es jetzt. 9 Zehntel. Also fast eine Sekunde. Und jetzt 9,5, 9,6. Und schaut das mal an. Der hat uns hier 4 Zehntel gebracht. Was für ein Ehrenmann. Das war ja mal, ja, genau sowas bräuchtest du im Qualifying. Du hast locker die Pole-Runde. Ja, das wird auch wahrscheinlich ein Thema im Qualifying sein. Dieser Tow und I need a Tow und wir sind so langsam und Tow. Aber jetzt mal hier im Qualifying. Ein herzliches Willkommen nochmal zum großen Preis von Aserbaidschan. Ein, ja, auch wichtiges Qualifying. Vielleicht jetzt nicht so wichtig wie Monte Carlo, weil man kann im Gegensatz zu Monaco hier auch gut überholen. Man hat eine 2,2 Kilometer lange Vollgaspassage, wo man ordentlich auch überholen kann auf jeden Fall. Dennoch würde ich mal sagen, ist das Qualifying jetzt nicht unwichtig, weil hinten im Getummel gerade zu den ersten 4-5 Runden wird es nicht spaßig sein. Also gerade auch mit diesen ganzen DRS-Zeugs, man wird auf der Geraden wahrscheinlich gefressen. Aber jetzt hier starten wir in unsere Runde, wie immer werden wir die ein bisschen gesplittert machen. Das heißt, ich zeige vielleicht die ersten 4-5 Kurven und dann werden wir zum Ende hinschalten. Ich rechne mal damit, dass wir es ins Q2 mal schaffen werden, weil, ja, das ist jetzt keine große Herausforderung mit, ja, ich fahre jetzt nicht, wie gesagt, ich flunkert auch nicht, ich bin nicht der beste Fahrer. Ich fahre nur auf Schwierigkeit 85 und da ist man jetzt nicht so ordentlich dran. Also da muss ich mich auch nicht so übertrieben strecken, um überhaupt ins Q3 zu kommen. Oder ins Q2 jetzt mal zu kommen, sagen wir mal so. Ja, das war ordentlich. Ich war ein bisschen irritiert von dem Haas. Er hat doch gut Platz gemacht. Nur ich dachte mir dann, ich bin sehr weit drüber gerutscht dann. Und ich wollte dann auf keinen Fall eine 5-Plätze-Strafe. Das wäre natürlich der Worst Case hier. Und das war eine gute Runde. Eine 1:42.8 sollte, denke ich mal, reichen für den Einzug ins Q2. Aber das war's nicht. Ich wollte hier nochmal ein bisschen was probieren. Habe die Leute vorgelassen, wollte, ja, meine Reifen irgendwie aufwärmen, habe mich dann verbremst, dachte mir, ich mach's so cool wie die Formel 1 Fahrer, dachte ich mir echt,
Ja, dachte mir zuerst, na, dann nehmen wir den Rückwärtsgang. Denke mir so, nö, 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 ich möchte das auch mal so cool wie die Formel 1-Fahrer machen und ja. Nice. Dann dachte ich mir, es wird schon reichen. Ich habe mich schon zum Deppen gemacht, auf jeden Fall, und es hat gereicht. 87.000stel war mir schneller als Max Verstappen und knapp, aber doch, es reicht hier. Q1 ist durch, auch wenn hier wieder Q1 steht, geht es jetzt ins Q2. Und im Q2, ja, erwartet uns eigentlich das gleiche wie in Q1, nur dass wir es mit den Gelben probieren werden. Wir werden probieren, mit den Gelben reinzukommen ins Q3 und auch, ja, vor allem hoffentlich uns in die Top 10 zu qualifizieren. Los geht's, es geht los, unsere Fast Lap, weil auch die gelben Reifen ziemlich Bock machen. Ich muss echt sagen, also ich liebe die gelben, die sind so hart, die sind so, ja, stabil vor allem. Und ich denke mal auch, dass das vielleicht eine Option sein wird, mit denen ja eine Qualifying-Runde zu fahren. Man hat nämlich auch gestern schon gesehen, oder ja, im Training gestern gesehen, dass einige Leute Probleme hatten, gerade im letzten Sektor dann, die Reifen noch am Leben zu halten, beziehungsweise dann noch gute Rundenzeiten rauszuklatschen. Auch Verstappen hatte da seine Probleme. Man hat bei Sainz gesehen, der hatte die Probleme. Also ich weiß nicht genau. Vielleicht wird das eine spannende Sache werden, aber ich denke mal, ja, diese Strecken, wie heißt das? Die Track Evolution und so weiter, die wird sich schon ausüben und dann wird jeder wahrscheinlich auch wieder mit Rot fahren. Aber trotzdem würde ich es cool finden, wenn sie in Q1 noch wer mit Gelb probieren würde. Also keine Ahnung, wäre schon ordentlich. Die Zeit war sehr ordentlich von mir, waren über eine Sekunde schneller. Und dann merkst du dann noch, ach ja, war jetzt vielleicht doch nicht die beste Idee, so eine kleine KI aufzudrehen. Aber ich kann dir versprechen, in Q3 wird es jetzt nochmal sehr spannend. Wir starten in unser letztes Qualifying. In unser letztes Qualifying-Segment hier in Qualifying 3, also ins Q3 werden wir jetzt gehen. Und das ist vor allem natürlich das Wichtigste, weil wir uns jetzt den Platz suchen können. Wir gehen hier Vollgas aus der letzten Kurve raus, nehmen uns ein bisschen Windschatten. Natürlich ist das jetzt mal erst auf den ersten Blick ziemlich gut, aber auf den zweiten Blick natürlich wird der uns am Ende der Runde, beziehungsweise irgendwann in der Mitte, ja, das ein oder andere Mal mit Dirty Air oder auch vielleicht sogar, wenn er sich vertut, blockieren. Ich hoffe natürlich, dass wir ihn, ja, vielleicht auf den nächsten Geraden, das wäre dann die zu Ende Sektor 1, dass wir ihn da irgendwo einholen und oder überholen können. Das wäre natürlich super. Das war okay, hier ist schön sauber durchgekommen. Hier auch wichtig, da schaue ich immer, dass ich mit dem rechten Vorderreifen ganz an den Mord ranfahre. Auch hier links, da lasse ich echt meistens das Lenkrad gerade, weil das ist sowieso ewig hier gerade und da muss man erst einlenken. Und jetzt, das ist genau das, was ich gemeint habe. Hier blockiert er uns jetzt zwar nicht richtig, aber er hält uns schon ein bisschen auf. Und ja, wir fahren hier, ja, jetzt muss ich hier ein bisschen reingehen, agromäßig durch. Ja, da bleiben wir hängen und er holt sich, reißt sich da den Flügel runter, der Trottel, weil er einfach hier die Nase vorne haben wollte. Ist natürlich blöd, wenn das hier passiert. Es gibt Gott sei Dank keine Strafe für beide dafür. Ich habe da natürlich echt sehr, sehr rabiat agiert. Ja, man muss natürlich auch sagen, ich wollte das nicht, aber mein Problem ist halt, du bist so unter Druck. Ich habe jetzt noch einen frischen Satz roter Reifen drauf geklatscht. Wenn die wieder nicht funktionieren, dann bin ich halt am Arsch, weil ja, ich muss dann noch die roten Reifen, die fürs Rennen kommen, und ich glaube, ich werde die auch in die Strategie mit einplanen. Deswegen, ja, ich hoffe, Bottas nimmt mir das jetzt nicht so übel, dass es dann einen kleinen, ja, Fauxpas gab. Ich will jetzt nicht die FIA hier anschreiben oder so. Ich denke mal, ihr wisst alle, dass ich da vielleicht ein bisschen mehr Schuld war wie Bottas. Aber das war eine sehr tolle Runde. Wir haben 1:42.2 erreicht. Und jetzt gehen wir noch einmal in unseren finalen Run. Ich habe noch einmal die älteren Reifen drauf gesteckt. Und ich hoffe natürlich, dass wir. Ach, die erste Kurve schon war so schlecht gefahren. Ich konnte die beim Rausbeschleunigen ein bisschen besser machen als vorhin. Da touchieren wir mit dem rechten Vorderreifen an die Mauer. Und das direkt wird das im Delta hier. Aber richtig, richtig hardcore. Gut gemacht. Und, also gut gemacht. Richtig hier, da ist das Delta beinhart. Da geht es direkt in den roten Bereich. So, aber sonst, hier konnten wir überall ein bisschen Platz gut machen. Hier schon 2 Zehntel. Also, es riecht nach Bestzeit. Aber auch Hamilton ist auf einer schnellen Runde. Die fahren da alle noch hinten. In einem kleinen Zug. Lando Norris fährt
Letzter Sektor raus, also der ist jetzt schon im Vollgas beschleunigen und dahinter dann alle in der Altstadt. Alle hier in der Altstadt und dann passiert dieser dumme Fehler. I am stupid. Aber so ein weirder Dreher. Ich habe keine Ahnung, was hier... Ja, ich habe natürlich links ein bisschen zu hardcore geschnitten. Also das sieht man auch hier. Links echt hardcore geschnitten. Aber es war noch an der Grenze. Und dann war der Winkel nicht komplett da. Und wir berühren hier mit dem Hinterrad nur diesen Bauch, der da rausgeht. Und da kommt direkt, die Bestrafung in Form von Dreher. Schaut gerne auf Witzel-Tobi auf TikTok vorbei und schaut auch unbedingt gerne auf Instagram, Twitter, alles was geht, unten in den Bios, aber vor allem gerne auf TikTok, da kommt jeden Tag mindestens 4 Videos online. Links mal in der Bio, abonniert gerne den Channel. Wir werden vom Pol starten. Bis morgen im Rennen. Auch die Hotlap kommt morgen und am Montag das Recap. Ciao.